Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über ein Produkt. Und zwar sprechen wir über, von mir aus gesehen, das neueste Produkt von No. Es hängt ja immer so ein bisschen davon zusammen, wann du das Video siehst. Wir sprechen über das Vitamin C Serum und wie ich damit zurechtgekommen bin. Ich habe das Serum jetzt grob schon einige Tage verwendet. Mir ist auf jeden Fall klar, dass solche Serien keinen Soforteffekt bringen. Und mir war von vornherein klar, dass das kein perfektes Serum für mich sein wird. Warum ich es aber trotzdem testen wollte, ist ganz einfach. Ich bin ein großer No-Fan. Ich leiste aber auch Kritik. Ich habe eine Frage an euch. Ich werde das in Zukunft so machen, dass ich euch auf die Reise ein bisschen mitnehme. Das heißt, ich werde ab und zu mal einen Short hochladen mit meinen momentanen Eindrücken von Produkt XY. Und so habe ich das eben auch bei dem No-Produkt gemacht. Du kannst mir gerne unten mal in die Kommentare schreiben, wie du das findest. Ich werde dir das Short, falls du es noch nicht gesehen hast, gerne mal unters i legen. Ich verspreche mich gerade die ganze Zeit, jetzt habe ich Angst, das zu sagen, erst einmal ein paar harte Fakten zum Produkt selber. Ich muss selber lachen. Wenn ich das euch jetzt nicht mitteile, funktioniert es nie und ich werde wütend und da habe ich keine Lust drauf. Das will ich nicht ins Video mit reintragen. Also, harte Fakten zum Produkt selber. Wir haben hier ein Vitamin C Serum mit Astaxanthin. Vitamin C, wer sich da nicht so wirklich auskennt, das zieht natürlich immer. Und als ich mich noch nicht so gut mit Skincare ausgekannt habe, dachte ich immer, wow, Vitamin C, das ist ja voll super für die Haut und so. Das ist auf jeden Fall gut für die Haut, aber wir haben es hier natürlich wieder nur mit einem Derivat zu tun. Das bedeutet, man kann halt nicht herkömmliches Vitamin C in ein Produkt reinmachen. Das geht sehr schnell kaputt. Das hängt also immer damit zusammen, wie lange steht das Produkt im Laden und kann man das so lange aufbewahren und so weiter und so fort und hat es dann eben auch noch die Wirkung. Es gibt vereinzelt eben Produkte auf dem Markt, die eben echtes Vitamin C drin haben. Meistens sind es Derivate, was natürlich auch nicht schlecht sein muss, ne? Die Haut reagiert auf Derivate wesentlich angenehmer und es hält einfach am Ende auch wirklich länger. Wir haben ja aber auch Astaxanthin. Und Astaxanthin wird hier auch als Öl aufgelistet, wo ich nicht so eine Ahnung habe. Ich weiß, Bayer & Söhne hat ein Produkt mit Astaxanthin, nämlich dieses Sonnenöl mit Lichtschutzfaktor. Da habe ich mir jetzt auch so eine kleine Probe geholt. Und da ist eben auch Astaxanthin enthalten. Das ist halt ein absolut cooler Schutz vor freien Radikalen. Zum einen hilft es, dem Produkt selber länger zu halten. Zum anderen ist es natürlich auch saugeil für die Haut. Ich verwende solche Produkte halt gerne unter einem Sonnenschutz. Mal kurz zu mir, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin fast 44 Jahre alt. Dementsprechend meine Haut ist nicht mehr so ganz jugendlich und kann nicht mehr ganz so viele Sachen abhaben, obwohl ich eben eher eine fettige Haut habe und die verträgt meistens ein bisschen mehr als eine trockene Haut, das ist klar. Es ist eben eine Mischhaut und meine Haut tut sich schwer mit Ölen. Jetzt ist Öl nicht gleich Öl. Wer sich ein bisschen auf meinem Kanal umguckt, findet auch das ein oder andere Video, wo ich zum Beispiel Öl verwende. Ich habe auch schon mir Rohöle gekauft und habe mich mit Ölen eingecremt, statt mit Creme beispielsweise. Das kann man nämlich auch machen. Aber es ist halt für jemanden wie mich, und von der Sorte gibt es ja etliche da draußen, schwierig, ein Serum zu kaufen, das auf Öl basiert. Weil das Serum steht ja nie für was alleine, sondern du nimmst ein Serum meistens zusätzlich noch. Und jetzt sind wir Skincare-Junkies dann meistens so, dass wir hergehen und sagen, wir nehmen zwei Serien, vielleicht noch eine Creme und so Produkte, die halt super gute Oxidantien drin haben, die würde ich halt gern tagsüber verwenden. Besonders unter dem Sonnenschutz und das ist halt für mich Astaxanthin und Vitamin C, das wären für mich halt zwei so Inhaltsstoffe, die würde ich halt gerne in meiner Morgenroutine sehen. In den Inhaltsstoffen werden drei Öle aufgelistet und wie ich schon erwähnt habe, eins davon ist dieses Astaxanthin Oil.
Astaxanthin ist aber ein Farbstoff, der beispielsweise Flamingos pink macht. Also er taucht in der Natur relativ häufig auf. Ist eben ein Carotinoid. Heute habe ich es wirklich mit so schwierigen Wörtern, ich muss echt aufpassen, keine Ahnung. Ist da so ein Carotinoid? Und man kann es selbstverständlich auch als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das hat halt hier auch seine positiven Wirkungen. Und Astaxanthin nehme ich halt eben auch zusätzlich zum Omega-3 beispielsweise ein. Das schützt zum einen das Produkt selber und zum anderen hat es eben noch Benefits für dich selber. Und für die Haut kann man das natürlich eben auch anwenden. Aber warum das jetzt ein Öl ist, keine Ahnung. Damit kenne ich mich leider wirklich nicht aus. Also ich weiß, dass Astaxanthin, wie gesagt, ein super guter Inhaltsstoff ist, der eben vor freien Radikalen schützt. Und das ist natürlich in der Hautpflege eine tolle Sache. Aber wir haben hier eben auch Sonnenblumenöl drin und Distelöl. Und diese Kombination Distelöl und Sonnenblumenöl finde ich für meine Haut absolut zu schwer. Also ich habe wirklich schon viele Sachen ausprobiert. Squalan ist eine richtig tolle Sache. Ich habe schon mal Jojobaöl, ist sehr toll für die Haut. Mandelöl ist super. Also da müsst ihr so ein bisschen mal rumprobieren, was für euch in Frage kommt und wie ihr damit zurechtkommt. Hagebuttenöl finde ich zum Beispiel auch richtig, richtig toll. Distelöl und Sonnenblumenöl, und das weiß ich halt einfach aus Erfahrung, weil ich einfach so ein bisschen auch experimentiert habe auf meiner Skincare-Journey. Das sind zu schwere Öle für mich und das merke ich besonders in diesem Serum. Ich kann dieses Serum nicht so anwenden, wie ich das anwenden möchte. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass da einfach noch mehr Leute Schwierigkeiten haben. Warum ich das als eine schlechte Idee finde, das Ganze ölig zu machen, du schließt halt einfach einen ganzen Hauttypen aus. Klar können Menschen mit fettiger Haut sowas anwenden, kein Ding. Aber wir müssen halt wirklich aufpassen, wie wir es anwenden und wann wir es anwenden. Und ist natürlich nicht schädlich für unsere Haut, aber ich habe das, glaube ich, in einem anderen Video auch schon mal erklärt. Für mich ist es unangenehm, wenn ich mir morgens das Fett vom Gesicht runterwasche, weil ich halt schon eine relativ fettige Haut habe. Möchte ich natürlich nicht gleich wieder extremes Fett auf dem Gesicht haben. Das ist halt einfach auch so ein Wohlbefinden, was ich mir einfach herstellen möchte. Und es ist halt so, die meisten Sonnenschutzprodukte, und das weiß der ein oder andere, die sind nicht hundertprozentig matt. Das kriegt man einfach nicht hundertprozentig matt hin. Und meistens ist es auch so, dass das Sonnenschutzprodukt auf der Haut drauf liegt. Ist jetzt da noch ein Öl drunter, geht es halt gar nicht mehr. Also damit fühle ich mich dann auch nicht hundertprozentig wohl und ich greife dann lieber zu einem Vitamin C-Produkt in meiner Sammlung, das eben nicht auf Öl basiert. Es gibt etliche Leute da draußen, die mit dem Produkt zurechtkommen. Sieh das bitte nicht als Angriff, dass ich nicht damit zurechtkomme, aber ich möchte an der Stelle halt einfach auch ehrlich sein. So, das sind meine Schwierigkeiten, die ich halt eben mit dem Produkt habe. Wenn du super gut mit dem Produkt zurechtgekommen bist, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das zählt genauso wie bei den anderen Videos auch. Deine Erfahrung ist wichtig, auch wenn sie positiv ist. Und ihr wisst ja, jede Haut ist anders und jeder nützt das Produkt vielleicht auch so ein bisschen anders. Nur finde ich es schwierig, mir vom Produkt vorgeben zu lassen, wie viel ich verwenden kann. Und bei mir wird es nach 3 Tropfen halt schon zu viel. Klar, es ist extrem sparsam, kein Ding. Aber da verwende ich lieber gerne andere Produkte, die halt auf meiner Haut besser funktionieren. Und das tut es halt einfach überhaupt nicht. Wenn ich mir so die perfekte Kombination wünschen könnte, dann halt wirklich ein Serum, was beide Inhaltsstoffe hat. Und das kann man so regeln, was auf Wasser basiert. Na, also so nicht Wasser, sondern Feuchtigkeit, das habe ich auch schon in anderen Produkten gesehen. Und das eben nicht so ölig daherkommt. Und ich finde das als Hersteller auch einfach schlauer, also alle Hauttypen mit einzuschließen. Denn am Ende, die Person mit der trockenen Haut könnte sich ja zusätzlich noch mit einem Öl behandeln. Jemand, der eben wie ich schon von vornherein eine fettige Haut hat, der tut sich halt schwer, so ein Produkt anzuwenden.
Wie findet ihr das Produkt? Schreibt es auf jeden Fall gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.